Servus zusammen, in diesem Video machen wir etwas mehr am PC bzw. in diesem Fall am Mac. Wir werden die 3D-Daten von meinem T4, also ich habe ihn mit einem LiDAR-Scanner von innen gescannt, um so zum Beispiel den Ausbau perfekt zu machen. Das heißt, ich möchte ganz genau Schränke positionieren. Ich möchte die Schränke auch so einbauen, dass ich sie einfach wieder ausbauen kann. Es soll halt ein Plug-and-Play-Camper werden. Und dazu gibt es halt einen bestimmten Workflow. Und diesen Workflow habe ich mir jetzt hier selbst erarbeitet, weil es ist nirgends richtig dokumentiert, wie man diese Daten von einem Fahrzeug zum Beispiel in Autodesk Fusion 360 reinbekommt. Und in diesem Video zeige ich euch das, wie das geht. Und generell alles, was mit diesem Projekt zu tun hat, könnt ihr auch kostenlos herunterladen. Und ihr könnt natürlich auch das Fusion-File haben, damit ihr selber weiter die Ausbauten machen könnt. Vielleicht teilt ihr auch die Projekte mit anderen. Das wäre cool, das wäre geil, wenn wir da so eine kleine Community aufbauen würden. Also, wir legen jetzt einfach los. Ich hoffe, euch gefällt das und los geht's. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr die Daten, die ihr mit dem iPhone erfasst habt, also mit euren LiDAR-Scanner gescannt habt, das Objekt, wie ihr das verarbeitet, beziehungsweise wie ihr erstmal die störenden Pixel entfernt, wie zum Beispiel die Pixel von der Umgebung, die dabei mitgescannt worden sind. Und hierzu verwende ich selber Cinema 4D. Ihr braucht das natürlich nicht, wenn ihr das fertige File von mir nutzt, aber wer mal den Ablauf haben möchte oder beziehungsweise sehen möchte, wie ich das mache, der bleibt jetzt einfach dran. Ansonsten schaut ihr jetzt einfach dann in die Videobeschreibung. Dort sind die einzelnen Punkte beziehungsweise Zeitmarken oder Sprungmarken vermerkt. Also, ich öffne mir jetzt Cinema 4D, hole mir mehr oder weniger meinen Schreibtisch jetzt hier hoch mit der Datei, und das ist hier diese VWT4 3D Scan Laderaum Delta Bus. Die ziehe ich mir jetzt einfach hier in Cinema 4D, und bei dem Importprozess müsst ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr wollt, dass die Verhältnisse stimmen, das heißt ein Meter wirklich ein Meter ist und ein Zentimeter auch ein Zentimeter ist, importiert ihr den Scan, und zwar mit dem Maßstab Meter. Ja, ihr braucht nichts einstellen von den Achsen her, das passt alles soweit, nur wichtig ist hier einfach nur in Meter umstellen, und dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten, weil es sind knapp 25 Millionen Polygone, die jetzt hier importiert werden in Cinema 4D, und das sollte eigentlich gleich abgeschlossen sein. So wie ihr sehen könnt, so sieht das importierte Objekt aus, auf den ersten Blick erstmal ein bisschen chaotisch. Und sehr viele Störungen mit drin. Und zwar passiert das eigentlich nur deswegen, weil halt der Scanner in den iPhone bzw. in diesen LiDAR-Scanner inklusive dieser Software eine Reichweiteneinstellung hat, die beträgt gerade jetzt hier in dieser Einstellung knapp 3 Meter. Und alles, was in der Umgebung von, ich vermute mal, 3 oder 3,5 bis 4 Meter war, wurde mit erfasst beim Scannen. Und zum Scan-Zeitpunkt saß ich eigentlich oder stand ich drinnen im Bus auf der Ladefläche. Generell ist das jetzt, wie gesagt, nur ein Workflow, um euch zu zeigen, wie man den ganzen Krempel drumherum los wird. Und ich werde den Bus vermutlich nochmal scannen, nochmal sauber scannen auf dem Stativ mit zusätzlicher Beleuchtung, die mitgeführt wird, wenn der Scanner läuft, dass die Störungen im Bus bzw. von den Oberflächen nochmal etwas geringer werden, so dass die Oberflächen auch sauberer werden und dass mehr Details zum Vorschein kommen. Aber ich glaube, für den Ausbau sollten die Strukturen von den Profilen, die man sieht bzw. die gescannt werden, eigentlich absolut ausreichen. Aber dazu kommen wir dann noch. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier dieses Objekt, und nicht wundern, es ist nach Norden ausgerichtet. Das heißt, die Front von dem Bus, glaube ich, ja genau, die Front von dem Bus ist Richtung Norden ausgerichtet, weil irgendwie nimmt das iPhone bzw. der Scan-Prozess auch die Position sozusagen von dem Kompass mit. Und wie ihr seht, ist der Bus in diesem Fall Richtung Norden ausgerichtet. Das heißt, so wäre jetzt Norden
von der Ausrichtung her. Und so wurde dann auch hier entsprechend in Cinema 4D platziert bei dem Import. Jetzt müssen wir halt schauen, wie machen wir das jetzt hier, machen wir hier weiter, damit das vernünftig geht und ihr die Störungen einfach entfernen könnt, würde ich euch raten, den Bus vernünftig auszurichten. Das heißt, ich drehe mir den jetzt hier ungefähr, jetzt mal Pi mal Daumen, in die Mittelachse. Und da schauen wir nochmal, Clouds. Ich habe leider meine 3D-Maus in meinem Office vergessen. Und das rächt sich jetzt gerade. Das ist jetzt mal wirklich so ungefähr ausgerichtet, dass wir besser die Polygone fassen bzw. auswählen können. Also das wäre jetzt die Ausrichtung in der normalen, X, Y und Z Achsen. Mittig ist er immer noch nicht. Das heißt, wir könnten, das ist aber jetzt alles Schätzung, was ich jetzt hier mache, wenn es um die Ausrichtung im Raum geht. Im Nachhinein später, wenn er dann sauber ist, kann man ihn wirklich nochmal im Raum mittig positionieren. Aber jetzt für diese Darstellung ist es jetzt nicht nötig. Wir entfernen jetzt erstmal die Wände. Das heißt, ich zoome jetzt mal ein bisschen heraus. So, um die Störungen bzw. die uninteressanten Sachen zu entfernen, mache ich das eigentlich immer so, dass ich mir mehr oder weniger die Polygonbearbeitung aktiviere jetzt hier und dann schalte ich mir das um auf die einzelnen Sichten oder Ansichten, in diesem Fall jetzt hier von vorn. Und da könnt ihr schon sehen, also man kann ja den Bus jetzt hier entsprechend erkennen, dass er jetzt hier steht und alles, was sich jetzt hier drumherum befindet, muss eigentlich weg. Das heißt, ich wähle mir das Auswahlwerkzeug jetzt hier aus und achte nur darauf, dass diese Stelle hier nur sichtbare Elemente selektieren deaktiviert ist, damit es auch in die Tiefe sozusagen greift, und markiere mir erstmal kurz vor dem Bus die Polygone und entferne sie einfach mit der Entferntaste. Und so kann man sich dann langsam durch dieses Objekt durcharbeiten und den ganzen störenden Krempel entfernen. Und generell wird es dann auch ein bisschen leichter, also von der Belastung her für die CPU, wenn der ganze Kram halt weg ist. Ihr seht dann hier, ist auch nochmal auf dem Boden ein bisschen was hinten. Und so langsam verschwinden jetzt die Störungen. Ich habe jetzt noch hier unter dem Fahrzeug irgendwelche Reste, die werden dann jetzt auch nochmal entfernt. Und ich glaube, das könnte schon gewesen sein, dass wir das Gröbste weg haben. Schauen wir mal. Gehen wir in die Ansicht. Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Also an dem Fahrzeug selbst, also an der Karosserie sozusagen, an den inneren Scan, hängt jetzt nichts mehr dran. Jetzt ist halt nur noch die Frage, was braucht man, beziehungsweise wie gestaltet man den Übergang in Fusion? Für den Ausbau ist, glaube ich, eigentlich eher relevant, wo die Profile liegen, weil die Bleche, naja gut, das ist klar, man kann dann halt nochmal die Tiefe ausnutzen für den Ausbau, aber meistens ist es so, dass viele an der Stelle den Bus dämmen wollen, und mit dämmen ist eigentlich ein Bus, der so viel Glas hat, das bringt gar nichts. Das heißt, der Bus hat, ich glaube, über 30% Glasfläche von den Blechen her, und somit ist das kompletter Quatsch. Müssten eigentlich isolierte Fenster dann überall rein, also das bringt überhaupt nichts. Aber dämpfen könnte man den Bus, das heißt, man könnte den Schall dämpfen, den der Bus erzeugt während der Fahrt, beziehungsweise auch, dass er nicht hohl klingt, wenn man jetzt irgendwie Türen oder halt irgendwas zumacht oder die Klappe hinten zumacht. Das würde dann schon Sinn machen, dass man sich diese Lücken, die dann sozusagen hier zwischen den Profilen entstehen, dass man die mit ausnutzt bei der Campingplanung bzw. bei dem Camperausbau. Das muss ich mir nochmal genau überlegen, ob das Sinn macht oder ob das irgendwie einen Vorteil hat. Also bestimmt hat das einen Vorteil hier an dieser Stelle, wo die lange Bordwand ist an der Seite, weil hier geht wirklich viel Platz verloren, und dann könnte man eine ganze Menge zum Beispiel unterbringen, wie eine Elektroinstallation bzw. eine Elektroverteilung zum Teil oder irgendwelche Wassertanks,
die halt auf Kante stehen und zur Hälfte diesen Raum füllen. Da muss man sich mal überlegen, ob das dann halt Sinn macht. Und ich glaube, die beste Option wäre, eigentlich den Bus zu splitten. Also in mehrere 3D-Objekte. Ich würde nämlich vorschlagen, dass man, das ist, ihr könnt es gerne in den Kommentaren nochmal ergänzen, das ist wie gesagt jetzt erstmal das erste Video zu diesem Thema, dass man den Boden abtrennt, also als separates Objekt macht von der Karosserie und dass man jeweils dann in der Mitte trennt, über der Kante sozusagen von dem Längsprofil hier in der Karosserie, also sozusagen dieses Profil hier, dass man das genau darüber abtrennt, um es sozusagen, wenn man jetzt den Ausbau plant, damit man auch vernünftig reingucken kann, beziehungsweise durchgucken kann und sich gut orientieren kann, weil das stört manchmal, bei so viel Polygonen stört das meistens in so einen Prozess, und dass man ihn nochmal vertikal durchschneidet, beziehungsweise einfach wie mit einer Guillotine hier einfach durchschneidet, das heißt, man hätte im Endeffekt drei, wir hätten jetzt den Boden, wir hätten das Mittelteil sozusagen bis zu dieser Flanke hier und man hätte einmal hinten von oben nach unten geschnitten, das heißt, es wären jetzt dann drei Schnitte, Endeffekt 4, 5 bis zur B-Säule, also von B, C und D-Säule auch einzeln. Und so hätte man auch die Profile stehen für den Ausbau. Das wäre super. Und somit entstehen auch die Schnitte oben von den Profilen, die sich im Dach bewegen. Also ich glaube, das wäre die richtige Herangehensweise an diese Angelegenheit. Und auf meiner Webseite findet ihr schon genau dieses Objekt, so wie ihr das jetzt hier seht, exportiert, auch für Fusion 360 exportiert. Und ich glaube, das wird dann halt der nächste Schritt sein, dass ich jetzt hier anfange, die Sachen voneinander zu trennen und euch das dann auch zeige, wie das aussieht. Dazu bleibt ihr einfach mal dran und in ein paar Minuten, beziehungsweise für euch 2 Sekunden, geht es dann auch gleich weiter. Das sollte jetzt eigentlich auf den ersten Blick genügen, glaube ich, für Fusion 360, um dieses Skelett zu benutzen, um die Maße zu nehmen, beziehungsweise um die wichtigsten Leisten nachzubauen, um dann später im Nachhinein die Camping-Ausbauten einzubauen. Die Idee ist ja, es soll ja ein Plug-and-Play-Camper werden. Und zwar soll auch die Ausstattung wieder raus können. Das heißt, ich brauche den Bus auch mal leer sozusagen, beziehungsweise ich will mal wieder dann vielleicht eine Bank reintun, sodass wir mehrere Personen mitfahren können. Das heißt, den Einbau muss ich so gestalten, dass ich das alles mit wenigen Handgriffen wieder aus dem Bus bekomme, aber es muss auch vernünftig befestigt werden. Dazu werden dann wahrscheinlich auch Airline-Schienen verbaut in den Bus, und um den Ausbau so perfekt wie möglich zu gestalten und dass der Raum so effektiv wie möglich genutzt wird. Ihr seht ja auch unten, ich habe hier unten eine Gasflasche drin, also der ist LPG, also B-Fuel sozusagen. Da kann Benzin und mit Gas gefahren werden. Und diese Flasche hat knapp, ich glaube, 80 Liter ist das. Das war früher mal eine 100er drin, jetzt ist es eine 80er. Alle 10 Jahre muss die Flasche neu getauscht werden in Deutschland. Und deswegen ist die Flasche drin. Aber ihr könnt, also wenn ihr das Modell dann im Nachhinein benutzt, beziehungsweise das Modell ins Fusion verwendet, ihr könnt euch natürlich dann auch die Objekte entsprechend deaktivieren, die ihr nicht braucht. Und hier habt ihr dann den Boden. Ziemlich gut ist er geworden, also man kann ihn wirklich
ich glaube, sehr gut nutzen, um die Platte danach auszubilden, beziehungsweise ihr könnt sie dann auch später bei mir herunterladen, weil ich baue die Platte nach, aber ich habe keinen langen T4, das heißt, solltet ihr einen langen haben, müsst ihr dann entsprechend vor und hinter den Radläufen noch, ich glaube, knapp 20 cm oder waren es 40, wie auch immer, hinzufügen von den Abmessungen her. Aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie auch gemeinsam hin. Das heißt, ihr habt einen Boden, ihr habt sozusagen den Rumpf, sage ich jetzt mal, oder ich nenne das mal. Damit kann man schon sehr gut die Airline-Schienen ausmessen bzw. sich anpassen und die Abmessungen nehmen. Das ist, glaube ich, eine super Sache, um jetzt den unteren Bereich mal auszubauen. Und dann habt ihr auch nochmal separat das Dach. Und mit dem Dach kann man dann auch nochmal gut, glaube ich, jetzt arbeiten in Fusion. Da hat man zumindest jetzt mal auch die Winkel, wie die Verstrebungen im Dach drinne stecken. Jetzt ist nur noch die Frage, ob man unten oben im Dach diese Luken bzw. die Stellen, wo das Außenblech anliegt, nochmal entfernt. Ihr seht auch hier nochmal Probleme beim Scannen. Da hängen bei mir noch die Kabel drin und scheinbar brachte das nochmal ein bisschen den Scanner durcheinander. Die sind in so einen komischen Schlauch eingelegt, in so einen Schaumstoffschlauch, damit sie halt nicht klappern, wenn man fährt. Und das hat scheinbar dazu geführt, dass es Probleme beim Scannen hier gab, beziehungsweise es entstanden Schatten, die geworfen wurden und dann wurde das an der Stelle nicht gescannt. Na mal schauen, vielleicht scanne ich das Ding ja sowieso nochmal oder scanne nochmal das Dach nach, weil jetzt passen halt nochmal die Abmessungen und die Proportionen und somit kann man schon ziemlich gut damit umgehen. So, jetzt... Was passiert jetzt eigentlich in Fusion? Die Idee ist jetzt, diesen Bus wieder als OBJ oder STL zu exportieren aus Cinema 4D. Wir schauen mal, also normalerweise kann Fusion ja STL und OBJ, ich glaube auch, das können wir auch gleich nochmal gucken, aber in diesem Fall wäre STL, glaube ich, die bessere Wahl. Erstens ist es etwas kleiner als OBJ und... ich glaube, Fusion und auch andere Programme wie SolidWorks kommen damit ziemlich gut klar. Ich nutze kein SolidWorks mehr. Erstens ist es viel zu teuer und Fusion, die Lizenz von Fusion, die ich habe, die ist völlig in Ordnung vom Preis her für mein Unternehmen. Aber wenn ihr jetzt Fusion auch nutzen wollt, für euch ist es auch kostenlos. Also ihr könnt es auch kostenlos verwenden. Einige Funktionen fehlen, aber die Funktionen, die ihr braucht, speichern, exportieren und planen und Zeichnungen machen, die sind da alle mit drin. Das reicht vollkommen aus, um so einen Ausbau zu machen, beziehungsweise um sich mal Gedanken über einen Ausbau mit Fusion zu machen. Also ihr könnt es dann mit Fusion ausprobieren. Ich werde jetzt das STL-File mal exportieren. Mal schauen, was passiert. Weil ich hatte in einem STL-File noch nie mehrere Objekte gehabt, in diesem Fall also Polygonobjekte. Ist nur die Frage, was jetzt passiert. Also beim Export immer auf den Faktor achten. Also wir sind hier 1 sozusagen zu 1 Meter, also 1 Meter in der Zeichnung beziehungsweise in der Darstellung ist auch 1 Meter beim Export. Das exportieren wir jetzt mal und öffnen dann jetzt Fusion und importieren das. Dann schauen wir mal, wie das aussieht, ob wir da einzelne Objekte haben oder ob das alles ein Objekt ist. Das wäre natürlich kacke oder ja. Entschuldigung für den Ausdruck, scheiße wäre besser. Dass wir dann sozusagen die einzelnen Objekte haben und auch die entsprechend in Fusion abschalten können, damit sie uns nicht stören, wenn wir halt den Ausbau machen. Na, dann probieren wir das jetzt erstmal aus. Also wir starten erstmal Fusion und dann schauen wir mal. So, wir haben Fusion jetzt gestartet. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Das heißt, wir haben jetzt hier die STL. Wenn wir in die STL mal reingucken, die ist 119 MB groß und wie ihr seht, war das OBJ-File 233. Gut, wir haben ein bisschen was weggeworfen, aber im Endeffekt ist es die Hälfte weniger. Jetzt importieren wir das mal. Hierzu geht ihr jetzt einfach auf Einfügen. Ansichtsbereich, glaube ich, nee, Moment, Netz war das, Netz einfügen und ihr könnt OBJ oder STL einfügen und jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt hier STL einfügen können. Ich habe das auf meinen Schreibtisch hier exportiert, da ist die STL, öffnen wir sie mal und dann gucken wir mal, was passiert. Das dauert immer ein bisschen.
So, das Objekt ist jetzt erkannt worden, beziehungsweise einmal vor, als Vorlage jetzt hier eingesetzt. Jetzt könnt ihr bei der Einheitentyp, wie gesagt, wieder auf Meta umstellen. Und dann werdet ihr sehen, dass sich auf einmal die ganze Zuordnung jetzt hier, beziehungsweise die Umgebung ändert, genau. Und wir haben den Körper jetzt hier drin und ich habe so das Gefühl, dass wir einen Körper haben und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Das heißt, wir können den Körper nicht deaktivieren. Ja. Wir haben jetzt sozusagen hier einen Körper und können den Boden von dem Körper nicht trennen, also nicht abtrennen. Das heißt, Fusion, wenn es die STL-Datei oder es ist die STL-Datei selbst, kann diesen Körper nicht trennen. Ja, wir können das, das ist glaube ich, und genau das ist auch das Problem, was ich befürchtet habe. Das heißt, ich muss jedes einzelne Objekt, beziehungsweise jeden einzelnen Teil von dem Bus, wie den Rumpf, das Dach und den Boden separat importieren, damit man den Ausbau besser machen kann. Gut, das heißt, Kommando zurück und halt nochmal den Spaß. Also, wir schmeißen den T4 jetzt hier raus und ich exportiere jetzt jede Komponente sozusagen einzeln. Wir fangen einfach mit dem Dach an und machen dann einfach weiter. Das lassen wir aber als Zeitraffer ablaufen jetzt. So. Jetzt machen wir als erstes den Boden. Mal schauen, was jetzt passiert. Ob wir das jetzt sauber hinkriegen. Wir haben den Boden. Der Boden ist in Meter und wir sagen okay. Das heißt, der Körper bekommt jetzt normalerweise eine andere Bezeichnung und das ist dann unser VW T4 Boden. Und jetzt schmeißen wir das nächste Objekt rein. In diesem Fall ist es der Rumpf. Mal schauen, was passiert, wie das aussieht. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das passt scheinbar. So, dann ist das jetzt hier der Rumpf. So. Und uns fehlt jetzt noch das Dach. Und ich glaube, damit warte jetzt sozusagen live dabei, wie man das Problem löst, weil ich habe es vorher nicht gemacht. Also das ist jetzt wirklich jetzt hier komplett Learning by Doing, was passiert ist. Und wir haben jetzt hier alle Komponenten, die wir einzeln haben wollten, importiert. Und ich denke, das ist schon eine richtig geile Sache. So. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur an den Boden arbeiten wollen, dann schalten wir uns sozusagen die Objekte aus und können jetzt hier entsprechend uns die Ebenen reinsetzen, die wir brauchen, um das zu machen. Das mache ich jetzt auch noch für euch. Das heißt, ihr bekommt sozusagen jetzt in diesen File auch gleichzeitig die Zeichenebenen gleich mit. Ich probiere die hier entsprechend einzubauen, aber ich glaube, das ist schon eine richtig, richtig geile Sache. Moment, wir machen mal Cinema 4D nochmal kurz zu und konzentrieren uns nochmal kurz auf Fusion in diesem Fall. So, das heißt, die Reihenfolge ist erstmal ein bisschen blöd. Das, wir könnten eigentlich das Dach nach oben setzen, aber er sortiert das leider alphabetisch in Fusion, also das könnt ihr schon mal vergessen, dass man das sich ein bisschen schön sortieren kann. Aber egal, die Idee war ja, wie gesagt, die einzelnen Objekte da zu haben und dann entsprechend auch die Zeichnungen anzufertigen. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut gelungen mit diesem Objekt. Und jetzt wäre natürlich auch die Frage, passt das? Also kann man damit wirklich was
machen und wir können es ja nochmal kurz austesten. Moment, ich speichere das Objekt mal. Einmal bei mir, nicht, dass uns das jetzt verloren geht hier. Und ich glaube, wir könnten höchstens nur die Farben noch mal festlegen, dass man sich ein bisschen besser orientieren kann. Aber im Endeffekt lasse ich jetzt mal nur noch den Boden sozusagen in der Ansicht und kann mir jetzt in Fusion eine sogenannte Konstruktionsebene setzen. Und die gibt es sozusagen hier. Und die probiere ich jetzt wirklich da zu platzieren, wo der Boden ist, dass wir oder ihr im Endeffekt das noch besser ausbauen könnt. Das heißt, die setzen wir wirklich jetzt hier an der Stelle, beziehungsweise ich glaube, das wird ungefähr so in dieser Richtung hier sein. Moment, schauen wir mal, ob man damit arbeiten kann. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Minus 280. Nee, das ist immer noch 250. Da kommt es durch. Ich glaube, also minus 250 sollte jetzt hier reichen. Und wenn ihr jetzt sozusagen auf Zeichnen geht und dann könnt ihr diese Ebene auswählen, dann habt ihr jetzt eure Platte, eure Bodenplatte. Und das ist schon eine richtig coole Sache, weil ihr seht auch hier die Winkel entsprechend schon eingezeichnet. Beziehungsweise ihr seht halt hier die Winkel, wo ihr die Platte sozusagen sägen musst oder fräsen musst. Und jetzt mache ich einfach mal testweise mal jetzt hier eine Zeichnung rein und das ist jetzt knapp 1,80 Meter und soweit ich mich entsinnen kann, beträgt der Abstand zwischen, 1,20 Meter, zwischen den beiden Radläufen hinten halt 1,20 Meter und das sieht ziemlich gut aus. Hier habt ihr dann nochmal die Säule, also das wäre jetzt hier die B-Säule, dann wäre das hier die C-Säule und jetzt kann man sich in Fusion ganz einfach Schritt für Schritt jetzt hier die Flächen einzeichnen. Diese machen wir jetzt noch nicht, diese Schräge, aber damit kann man jetzt wirklich, wirklich gut arbeiten, um die Geometrie komplett oder die Oberfläche komplett mal abzudecken mit einer Platte. Und wenn wir das jetzt nochmal bemaßen, dann kann man sich jetzt hier halt eine Bemaßung holen und dann halt entsprechend nochmal ausmessen. Also wir hätten jetzt hier ein 1,50 Meter zwischen Pi mal Daumen jetzt zwischen der Einstiegsstufe und den hinteren Blech bzw. der Kante dort oben am Punkt 1 wären 1,50 Meter. Und das sieht wirklich, wirklich gut aus. Also ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg, den T4 komplett in Fusion umzusetzen, beziehungsweise mir die Profile hier nachzubauen, damit ich Platten, Schränke, die Airline-Schienen anpassen kann, vermessen kann, dass man hier wirklich gut vorwärts kommt. Das Problem sehe ich hier noch hinten, da gibt es leider, habe ich das nicht komplett gescannt, das heißt ein Stück fehlt. Ich werde den aber einfach jetzt entsprechend dann nachträglich ausmessen. Also ich meine, das geht ja auch noch, dass man das ausmisst und werde dann hier die Lücken, also beziehungsweise die Stellen, wo halt hier die Scheinwerfer hinten sind, das wäre dann ja die D-Säule, glaube ich. Ja, müsste D-Säule sein, also wenn hier B ist, C und D, richtig, das wäre dann hier hinten die D-Säule, also die letzte, hier wo die Rückfahrscheinwerfer sind, beziehungsweise die ganze Anlage hinten. Man könnte jetzt halt auch diesen Bereich hier halt verwenden. Leider ist er nicht gescannt, gut, es ist halt wie es ist, aber wie gesagt, diese Platte bekommt ihr dann, also ich arbeite das jetzt mal die Tage aus und werde euch das mal zur Verfügung stellen, so nach und nach. Aber ich glaube, das ist eine richtig, richtig coole Sache. Und sowas hat, glaube ich, bis jetzt noch keiner mit dem T4 gemacht. Wenn ich der Erste bin, dann wäre das interessant. Sollte das jemand von euch schon mal gemacht haben, beziehungsweise so ein Scan mal angefertigt haben und die Maße haben, dann soll er das bitte in die Kommentare schreiben, weil ich möchte das halt mit allen Leuten teilen, die halt einen Camper ausbauen wollen und die das auch professionell machen wollen. Dass die Maße halt einmal komplett vorhanden sind und dass wir dann auch im Nachhinein mit diesen Maßen generell auch arbeiten können und dass ihr euch da halt die Einbauten macht oder was auch immer ihr da einbauen wollt. Keine Ahnung, vielleicht wollt ihr eine, ich weiß nicht, irgendwie ein
Werkzeugwagen wieder draus bauen oder weiß auch immer. Und die ganzen Sachen sind im Internet irgendwie nicht mehr zugänglich, beziehungsweise es gibt schon so wenig Informationen, deswegen halt auch dieses Projekt. Ja, ich glaube, das ist ziemlich cool und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann ja, freue ich mich auf jeden Kommentar, freue mich auch über ein Abo, damit das ein bisschen die Runde macht, das Projekt. Und wie gesagt, es ist Open Source, ihr könnt es verwenden für eure private Zwecke. Solltet ihr das kommerziell nutzen wollen, dann bitte seid so fair und schreibt mich kurz an. Wir können uns bestimmt einig werden, weil dieses Projekt kostet sehr viel Zeit und es ist auch sehr, sehr aufwendig, wie ihr schon gesehen habt, sowas hier umzusetzen. Und also wie gesagt, wollt ihr das kommerziell nutzen wollt oder wenn ihr einfach mal irgendwie eine Zeichnung davon nutzen wollt, dann schreibt mich einfach an. Ihr spendet ein paar Euro oder vielleicht 10, 20 Euro und dann könnt ihr das natürlich für euch entsprechend kommerziell nutzen. Aber sagt mir vorher Bescheid und wie gesagt, privat macht, was ihr wollt, nutzt es aus, gibt es weiter, ist mir völlig egal, aber seid fair, wenn ihr es in einem Betrieb oder halt kommerziell nutzt. Ja, das war's von meiner Seite. Das war auch das erste Video, was mal nicht am T4 stattgefunden hat, sondern wirklich direkt, vom virtuellen T4, vom gescannten T4. Nochmal zur Info, gescannt wurde mit einem iPhone 12 Pro Max mit dem LiDAR-Scanner mit einer Auflösung von 5 mm. Und wie gesagt, ich werde nochmal einen Scan machen. Das heißt, ich höre jetzt eigentlich hier auf. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß die Reihenfolge. Ich kenne jetzt den genauen Ablauf. Ihr wart live dabei. Ich werde ihn nochmal scannen mit einer besseren Ausleuchtung und wahrscheinlich auf einer festen Achse. Nicht mehr aus der Hand, sondern ich scanne ihn wirklich an mehreren Stellen auf ein Stativ mit einem Panoramakopf. Und probiere damit noch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und ich werde vermutlich auch oben die Kabel irgendwie verstecken oder beziehungsweise rausnehmen für den Scan aus dem Bus, um ein wirklich sauberes Dachbild zu bekommen. Und auch die B beziehungsweise die C und D Säule, dass die auch ein bisschen sauberer aussieht, weil die ist ein bisschen auch ausgefranst. Naja, und vielleicht auch mal die Heckklappe schließen, die könnte man ja auch nochmal gebrauchen. Ja, also Schluss mit dem Gequatsche, es ist jetzt genug Zeit vergangen, ihr habt eine ganze Menge mitbekommen. Wer sich für das Projekt interessiert, einfach auf deltabus.de schauen, ansonsten hier den YouTube-Kanal verfolgen und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin und mach's gut!